Mein Vorschlag wäre, denken Sie mal drüber nach. Sie, Murmelgruppen kennen Sie, das funktioniert ganz einfach. Sie gucken nach rechts und nach links. Und die oder der am freundlichsten schaut, mit der unterhalten Sie sich jetzt 2 Minuten. Und zwar über die Frage, welche Kompetenzen werden eigentlich im digitalen Zeitalter benötigt? Und mein Vorschlag wäre, dass Sie sich mit der Frage beschäftigen in Bezug auf Schülerinnen und Schüler, Sie sich mit der Frage beschäftigen in Bezug auf Lehrerinnen und Lehrer und Sie sich mit der Frage beschäftigen in Bezug auf alle Menschen. Murmeln Sie, bitte. Die Zeit ist schon wieder rum, sehr geehrte Damen und Herren. Also mein Vorschlag wäre, wir sammeln das jetzt einfach nur. Es ist ja ein Blick in die Zukunft, das heißt, wir können es ja ohnehin nicht kontrollieren. Ja? Und insofern wäre meine Idee, wir sammeln einfach mal. Sagen Sie gerade mal, was allgemein diskutiert wurde. Maximal teilen das, was Sie diskutiert haben. Welche Kompetenzen sind gefordert? Für alle Menschen. Wer mag es teilen, was Sie diskutiert haben? Ja? Seien Sie es laut. Finde ich einen schönen Punkt. Sie sagen, Offenheit ist wichtig. Ja, genau. Schöner Punkt. Eben weil die Entwicklung nicht stillsteht und weil es eigentlich immer schneller geht. Ja. Was gibt es denn für die Schülerinnen und Schüler für eine wesentliche Kompetenz im digitalen Zeitalter? Mag sie mal teilen? Was haben Sie diskutiert? Ja? Sagen Sie mal lauter. Die Selbstreflexion. und der andere Punkt wäre vielleicht der Punkt der Interaktion, nicht nur in Anbetracht von Kommunikation ja. Mit Medien, sondern auch in Anbetracht Kommunikation mit Medien. Ah, schöner Punkt. Merken wir uns gleich nochmal. Also es geht um die Selbstreflexion und um die Interaktion. Als ob Sie meine Folien voraussehen könnten, weil nämlich gleich geht es um Interaktion. Ja? Echt? Ja. Na dann. Und was gilt es? Was gilt es für die Lehrerinnen und Lehrer? Und wer mag das teilen? Also wir haben Offenheit. Selbstreflexion, Interaktion. Was brauchen die Lehrerinnen und Lehrer? Das kann nicht falsch sein, trauen Sie sich. Ja? Eine gewisse Weise von der Aktualität, dass als Lehrerin, wie du vorhin schon gesagt hast, die up-to-date bleiben, ja. Und man schon dabei deswegen auch flexibel sein muss, ja. Auf alle möglichen Richtungen einzugehen. Aktualität, Flexibilität. Vielen Dank für die Punkte. Erfolgreiches Murmeln, wunderbar. Lassen Sie uns ein Stückchen weiterschauen.